Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des gepflegten Bierkonsums und Programmiervergnügens. Ich melde mich zurück mit einer zweiten Session Drink First Programming. Worum es geht, das können Sie alles in Ruhe in den entsprechenden Videos nachschauen. Ich habe das verlinkt hier, die letzte Session mit der dazugehörigen YouTube-Playlist. Kurzes Review. Ich habe 6 Luzerner Bier Liger getrunken und dazu 4 Gewind in Rust programmiert. Und das Ganze dauerte 2-3 Viertelstunden ungefähr. War doch recht anstrengend und ich war doch recht erschöpft anschließend. Die Regeln werde ich nicht mehr durchgehen, das können Sie selber durchlesen. Ich werde aber noch schnell ein kurzes Review machen von der ersten Session. Man sieht hier Connect 4, das Rust-Projekt, das existiert. Was gab es zu protokollieren? Ich habe etwas gelernt dabei, das ist das Wichtigste. Trotz Alkoholkonsum kann man auch etwas lernen. Ich musste mehrere Pinkelpausen einlegen, ich musste manchmal rülpsen. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass ich da nicht alle Rülpser konsequent dokumentiert hätte. Das kann angesichts dieser Biermenge durchaus sein. Dafür entschuldige ich mich nicht. Das Ereignis war dann zu wenig wichtig, um es zu dokumentieren. Sehen, ich habe da um 19:25 angefangen und um 21:51 funktionierte das meiste. Ich habe jedoch die Logik, dass das Spiel unentschieden ausgeht, nicht implementiert. Das heißt, dann ist einfach das Spielfeld voll und wahrscheinlich werden dann die Spieler aufgefordert, noch weitere Steine reinzuwerfen. Aber das meiste hat funktioniert. Es war recht anstrengend. Ich habe noch ein Review gemacht und das habe ich am anderen Tag gemacht, der Morgen danach. Leicht verkatert, obwohl eigentlich 6 leichte Bier sollten kein Problem sein. Aber die Anstrengung dazu, zu programmieren und gleichzeitig alles auf Hochdeutsch zu kommentieren, währenddem die Kamera läuft, die nimmt einem schon ein bisschen mit. Das war so meine Haupterkenntnis. Schauen wir schnell das Review an. Also ich habe es dann nüchtern betrachtet am anderen Tag. Und da steht zum Beispiel, dass eben die Siegauswertung, habt eine halbe Stunde debuggt, hätte ich einfacher beheben können, wenn ich von Anfang an mit nullbasierten Indizes gearbeitet hätte. Das ging halt nicht überall, aber ich hätte es von Anfang an versuchen sollen. Dann hätte es nur noch etwa 1-2 Orte gegeben, wo ich hätte umrechnen müssen. Jetzt muss ich ja an mehreren Orten umrechnen. Dann die Siegauswertung, der Code hier. Hier dekrementiere ich I und J immer, also der Spaltenindex, der Zeilenindex. Hätte ich besser nur einmalig machen sollen, hätte zu klarem und konzisem Code geführt. Und dann so eine schlechte Angewohnheit von mir, gerade beim Rust-Programmieren, man liest halt die Fehlermeldung des Compilers zu wenig. Ich habe diese Tendenz auch, wenn ich nüchtern bin, aber eben, wenn ich was getrunken habe, dann verschlechtert sich das noch und ich war dann zu wenig konsequent. Ich hätte die Probleme wesentlich früher lösen können, hätte ich die Compiler-Meldungen genauer gelesen. Beziehungsweise die Panics bei Abstürzen. Weil die gibt es auch, wenn man zum Beispiel Unwrap verwendet oder auf Indizes zugreift, die nicht existieren in einem Array. Dann ein kleines technisches Problem. Ich habe mit Vim gearbeitet und damit ich den nicht ständig schließe und wieder öffne beim Committen, habe ich den mit Ctrl-Z im Hintergrund aktiv gemacht. Das Problem ist, dann sind sogenannte Swap-Files aktiv. Unter Windows liegen die im gleichen Verzeichnis, unter Linux sind die in einem zentralen Verzeichnis. Und eben, weil ich mir nicht gewohnt bin, damit unter Windows zu arbeiten, habe ich dann diese Swap-Files versehentlich committed und gepusht. Dann habe ich sie nicht aufgeräumt, dann durcheinander bekommen. Aber sie waren dann schlussendlich weg. Also einfach darauf muss ich achten, wenn ich unter Windows mit Vim arbeite. Dann habe ich noch bemerkt, also unter Windows und Vim programmiere ich meistens nichts und schon gar nicht Rust, aber dank Cargo ging das doch recht gut. Da ich Rust lerne im Moment, verzichte ich auf sehr viele Features, die vielleicht andere Rust-Entwickler verwenden, damit ich sie ein bisschen gründlicher lerne, also the hard way. Und dann noch viertens, die Prüfung des Unentschiedens hätte ich recht einfach machen können.
Ich war dann einfach ein bisschen zu faul, aber ja, dann sei es drum, kann ich dann immer noch nachreichen oder kann es auch zu Hause noch nachprogrammieren. Der Code ist ja hier unter Connect4. Das noch ein kurzes Review. Also es soll hier durchaus darum gehen, etwas zu lernen und das Dargebotene kritisch zu betrachten. Es dient nicht nur meiner Unterhaltung, obwohl ich finde es lustig einerseits, andererseits auch sehr anstrengend und auch lehrreich. Kommen wir nun zur zweiten Session und die Versuchsanordnung ist ähnlich, aber nicht gleich. Wir sehen mal zum einen, ich habe hier das Luzerner Bier Original gewählt heute. Das hat 5% Alkohol, also ein normales Bier, was die Alkoholkonzentration betrifft. Also der Schwierigkeitsgrad steigt ein bisschen. Dann Session 2, ich lese schnell die Aufgabenstellung durch, die habe ich mir gerade vorhin vor 9 Minuten selber gegeben. Ich hatte die schon lange im Kopf, habe es schon letztes Mal erwähnt. Aufgabenstellung, implementiere das Spiel Reversi für zwei menschliche Spieler als Kommandozeilenanwendung in Rust. Die Spiellogik soll als Library umgesetzt und mit Hilfe von Unitests geprüft werden. Der interaktive Teil kann manuell getestet werden. Das Spiel soll auf einem Gitter von 8 Breite mal 8 Höhe gespielt werden können. Die Spielregeln können auf Wikipedia nachgelesen werden. Das habe ich verlinkt hier. Das Spiel heißt auch teilweise Othello. Es gibt auch verschiedene Varianten meines Wissens. Ich werde einfach die Variante jetzt umsetzen, die ich kenne. Oder ich werde es versuchen. Und dazu, ich habe es schon mal in JavaScript umgesetzt. Ich möchte einfach zeigen, dass es eine Transferaufgabe und nicht eine komplett neue Aufgabe ist. Ich weiß ungefähr, wie ich es damals umgesetzt habe. Notfalls könnt ihr hier in den Code schauen. Ich werde dann gleich eine kleine Demo machen. Aber zuerst widmen wir uns mal dem Hauptakteur, dem Drink, dem Bier, dem Luzerner Bier Original. Wie gesagt, ich habe eine Aktie bei dieser Brauerei und kann es daher umso mehr empfehlen. Ich werde dann in Zukunft vielleicht auch mal andere Biere berücksichtigen. So, wir fangen wieder an. Ich habe wieder die Kühlbox. 6 Bier, heute nur 4 Kühlelemente. Diejenigen, die am letzten Schultag da waren, wissen vielleicht warum. Ich musste noch die ganzen Glassen ins Büro bringen und sie dort in den Tiefkühler legen. Und ich habe dann mal einige dieser Glassen nach Hause mitgenommen, zusammen mit ein paar Kühlelementen. Und jetzt habe ich halt nur 4 Kühlelemente. Aber ich hoffe, das Bier bleibt dann trotzdem kühl. So, der Schlüsselanhänger ist natürlich wieder mit von Partie. Der ist halt hier einfach im Büro. Der Standardflaschenöffner. Nicht, dass der sonst auch jemals zum Einsatz kommen würde. Ist eigentlich vor allem ein Schlüsselanhänger. Da hängt da der Büroschlüssel dran. Und eine Transparenz schaffen. So. Und da wäre schon mal eingeschenkt. Dauert ein wenig, braucht ein bisschen Geduld. Ja, Schaumkrone, jetzt habe ich es verpasst, egal. Zum Wohl auf Drink First Programming Session Nummer 2. Und jetzt schnell das Spiel Reversi. Oder Reversi oder wie auch immer. Wir haben hier zwei schwarze, zwei weiße Steine. Ihr könnt das sehr gut auch mit Bierdecken spielen, die man sich dann umdreht. Startposition ist so, dass hier in der Mitte diagonal je zwei weiße und zwei schwarze Steine angeordnet sind. Ich spiele schwarz, ich habe hier einen schwachen KI-Mitspieler, der weiß spielt. Und was ich jetzt probiere bei diesem Spiel, ich nehme irgendwie einen, schaue, wo meine schwarzen Steine liegen. Versuche dann eine Reihe zu bilden, zum Beispiel indem ich hier meinen schwarzen Stein setze und in dieser Reihe werden dann alle dazwischen liegenden weißen Steine umgedreht. Sieht dann so aus. Der weiße Spieler hat gleich einen Gegenzug gemacht. Ich versuche jetzt hier den wegzunehmen und jetzt die Ränder und Ecken, die sind sehr begehrt, weil die kann man dann schlecht einnehmen. Die Ecken kann man gar nicht mehr einnehmen. Muss ich aber aufpassen, dass ich vielleicht den da wegnehmen kann. Gar nicht so einfach. Ich versuche mal, wenn ich hier einen schwarzen hinbringe, könnte es gehen. Ja, jetzt habe ich die Reihe hier. Den Stein nimmt mir niemand mehr weg. Wie gesagt, die KI ist nicht so wahnsinnig stark.
Jetzt versuche ich da weiter dem Gegner da Steine abzuluchsen. Der schlägt hier nicht wahnsinnig gut, muss ich sagen. Bin da schon ziemlich in die Ecke gedrängt. Schauen wir mal, wie er sich wehrt. Ich spiele jetzt zwar nicht wahnsinnig überlegt, nicht wahnsinnig gut. Ich will einfach mal das Spiel demonstrieren. Und versuche dann natürlich wieder die Ecken einzunehmen. Dann vermeide ich diese Steine hier, weil die geben dem Gegner eine gute Vorlage. Jetzt hat er mir eine Vorlage gegeben, muss aber geduldig sein, weil wenn ich sie hier setze, laufe ich Gefahr, dass dann die Ecke weggenommen wird. Also mache einen anderen Zug nach Möglichkeit. Muss da ein bisschen geduldig sein. Jetzt auch hier sollte ich nicht spielen. Kann ich hier setzen? Nein, kann ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Muss ich auf einen Fehler des Gegners hoffen. Ja, jetzt wäre es schön, wenn ich den da nehmen könnte. Wunderbar, eine zweite Ecke, die er nicht nehmen kann. Und die dritte Ecke kann ich jetzt leider nicht einnehmen. Aber ich versuche da meine Lücke zu schließen. Ah, jetzt. Ich riskiere es einfach einmal. So, noch eine Ecke gewonnen. Und jetzt, Achtung, Weiß führt sogar. Ich bin im Hintertreffen. Aber ich kann hoffentlich das Ganze noch drehen. Dank der Eckpositionen. Weiß kann keinen Move mehr machen und so habe ich gewonnen. Es gibt ein paar Bedingungen. Eben, man kann nicht immer einen Zug machen. Jetzt das völlig korrekt zu implementieren, wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel für heute Abend unter diesen erschwerten Bedingungen. Aber ich versuche einfach mal die Grundlogik zu implementieren, auch mit Unit-Tests und dann interaktiv eben Mensch gegen Mensch statt mit einer KI. So, das wäre mal die Versuchsanordnung. Ich initialisiere noch schnell mein Rust-Projekt. Cargo New. Reversi. Und Cargo Run. Ups, ich muss natürlich noch ins Projekt reingehen. Und ersetze schnell hier das Hallo Welt durch Hallo Reversi. Und mache ein Cargo Run. Schauen, dass alles funktioniert. Ja, das wäre soweit bereit. Also, das wäre die Versuchsanordnung. Ich fange dann gleich an mit dem Programmieren. Bis gleich.